So, und einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um eine kleine Modifikation von verschiedenen Ballenpressen mit Wickelkombi oder halt nur Wickelkombi. Dazu zeige ich euch gerne mal diesen Mod hier. Natürlich müsst ihr den Mod aktivieren, laden und auswählen. Und da habt ihr diesen Mod Ballenpressen mit mehr Wickelfarben. So, da habt ihr zum Beispiel zwei Ballenpressen. Dann habt ihr hier diese zwei Wickelkombi. Und dann habt ihr nur die Wickelmaschinen. So, das Schöne ist, wählt man den hier mal aus. Das ist im Prinzip ein Standard. So, dann könnt ihr zum Beispiel Reifenhersteller wählen, Michelin oder Friedestein. Reifenvariante könnt ihr keine wählen, aber mehr auch nicht. Genau. So, jetzt kommt die Folienfarbe. Normalerweise könnt ihr nur 4 oder 5 Stück wählen. Und hier könnt ihr allerdings alle wählen. Also von weiß bis schwarz. Oder halt pink geht natürlich auch. Oder halt in Gelb. Geht natürlich auch. Ne? Das ist im Prinzip eine Modifikation von den Ballenpressen. Bei dem Glas hier gibt es natürlich auch Reifenhersteller, könnt ihr auch Trelleborg oder Michelin wählen. Folienfarbe könnt ihr hier auch alles wählen, von weiß bis pink. Ne? Auch rot sogar. Oder halt in Blau, in New Holland Blau oder halt auch in Gelb zum Beispiel. Die wickelt halt 125 cm Ballen. Kostenpunkt zwischen 100.000 und 80.000. Dann habt ihr hier noch die Wickelkombi zusammen. Ne, also die macht ja die Ballen zusammen in einen Ballen. Diese könnt ihr dann später auch wieder natürlich schneiden. Könnt ihr auch wählen in verschiedenen Farben. Hier die Folienfarbe. Ne? In Blau zum Beispiel. Oder halt hier in Gelb oder in Orange. Oder in Karmesinrot zum Beispiel. Oder halt hier in Navy Blau. Oder halt in Schwarz geht auch. Dasselbe hier bei dem hier, wo man halt nur die Rundballen pressen kann. Ist natürlich auch frei wählbar, was ihr möchtet. Ne? Auch in Rot oder in Schwarz, ne? Oder in Gelb. Auch so der Fall, ne? Und die zwei Wickelmaschinen, die halt ja nur wickeln, ne? Hier kann man auch die Folienfarbe ändern. In Weiß, in halt in Grau, in Orange zum Beispiel. In Grau oder in Schwarz, ne? Und hier bei dem natürlich auch. Hier könnt ihr ja mit Ballendreher nehmen oder ohne. Ne, der dreht dann den Ball wieder. Marke Neverland oder Vicon. Ne, da wird oben das Zeichen ja geändert. Und Folienfarbe könnt ihr hier natürlich auch wählen. In Schwarz oder in Rot oder in Blau oder in Grün. Geht natürlich auch. Das ist im Prinzip ein Pack. Und beachtet bitte, nur in diesem Pack könnt ihr diese Sachen farblich verändern. Es geht auch nur bei diesen Sachen hier. Bei diesen Geräten. Alle anderen können nur die Standardfarben haben. Ja, aber diese können halt komplett alles verändern. Hier in den verschiedenen Farben. Wie zum Beispiel hier in Grün. Dann hier in Gelb. Hier nochmal in Grün. In Glasgrün zum Beispiel. Oder hier in Blau. Geht natürlich auch. Ist halt wie gesagt ein kleiner Modifikationsmod. Der heißt dann halt Ballenpressen mit mehr Wickelfarben. Ist aktuell auch wie gesagt für die Konsole verfügbar. Ne? Ist ein interessanter Mod, wenn man sich halt farblich ein bisschen austoben will. Geht natürlich auch. Ne? Und
Ich würde mal sagen, das war's dann hier von dieser kleinen Mod-Vorstellung. Ist halt nur eine Modifikation von den Ballenpressen und Wickelmaschinen. Und dem einen interessiert es, dem anderen nicht. Wie gesagt, die Geschmäcker sind so oder so verschieden. Ja. Und wie gesagt, falls ihr gerne noch Fragen habt, gerne in die Kommentare oder halt Anmerkungen oder so auch gerne. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.